heute eine Brätknödelsuppe vom Zander. Dazu brauchen wir Brätknödel, also die machen wir mit einer Zanderfarce. Ich habe jetzt hier also den gekutterten Zander, die Zahne gekuttert, ein bisschen Eiweiß mit drin. Und da machen wir jetzt ein bisschen einen gehackten Dill mit rein. Und dann machen wir blanchierte, kurz abgeschreckte Gemüsebrünoise mit rein, schöne kleine Würfelchen. Das gibt dann dem Knödelchen ein bisschen optisches und auch haptisches Vergnügen. Dann machen wir noch ein bisschen Alkohol dazu, ein bisschen klassisch, den französischen Nolibra. Schlagen, dass es gut bindet. Das muss immer kalt sein, weil es sich sonst trennt sich das Fett aus der Sahne und aus dem Fisch. Das ist wie bei Wurst ja auch, wenn man Fleischbrät macht, Fleischfarce, muss auch immer eisgekühlt sein, damit sich das nicht trennt.